Herzlich willkommen im Stempelkeller Buxtehude. Ich bin Nicole und möchte euch heute zeigen, wie man diese Box, also diese schräge Box, ganz einfach nachbasteln kann. Vielleicht kennst du ja schon unsere Box aus dem letzten Jahr. Die haben wir in Taub gebastelt, einfach nur mit einem Schmetterling. Und jetzt haben wir die Box gebastelt mit dem Designerpapier Pink mit Pep und Stempelelementen aus dem Stempelset Pop of Paradise. Wir fangen an, das Designerpapier zuzuschneiden. Dafür nehmt ihr euch euer Schneidebrett her. Am einfachsten geht es, wenn ihr euch einen Designerpapierstreifen nehmt in der Breite 6,8 cm und den dann zuschneidet. Natürlich könnt ihr auch anders schneiden, wenn ihr Reste habt, aber für uns, wenn wir was vorbereiten, ist das einfach immer das Beste. Das erste Stück ist 6,5 cm breit mal 6,8, steht aber auch wieder auf unserem Blog. Dann könnt ihr den gesamten Streifen auf 6,5 cm einkürzen und die anderen Stücke zuschneiden. Ein Stück wird nur 2,5 cm groß, eins wird 3 cm groß und zwei Stücke sind dann quadratisch 6,5 mal 6,5 cm. Das eine Stück, was überbleibt, könnt ihr ja für irgendetwas anderes benutzen. Das große und die beiden kleinen legen wir mal kurz zur Seite. Jetzt haben wir hier diese 6,5 mal 6,5. Für oben drauf sind sie zu klein, da kommt dann das ganz große. Die gehören hier an die Seite. Und dann seht ihr, es ist natürlich noch nicht schräg. Deswegen müssen wir jetzt noch schräg abschneiden. Dazu markiert ihr euch hier an der Seite bei 2 cm einen kleinen Punkt setzen, wie auch immer. Wir schieben das dann immer hier so an unsere Schneidemaschine und machen so einen ganz kleinen Punkt mit dem Kugelschreiber, wie auch immer. Und dann schneiden wir das Ganze schräg ab. Die eine Spitze hier unten an die Schneide und die andere da oben. Und dann einfach so rüber und dann seht ihr, dann haben wir das so zugeschnitten, dass es nachher auf die Box raufpasst. Auf der anderen Seite genau dasselbe, jetzt haben wir das Quadrat, Blödsinn, passt nicht, also wieder bei 2 cm eine Markierung setzen, wieder anlegen und einen kleinen Strich oder Punkt machen und dann das Ganze wieder schräg zuschneiden. Die eine Spitze nach oben, den Kugelschreiber, Bleistift direkt dahin und schon haben wir das zweite Stück fertig. Das heißt, eure beiden Seitenteile sind fertig. Das große ist nachher für oben drauf. Dann habt ihr noch die zwei kleinen Stücke. Das kleine kommt nachher dort hinein und das große kommt oben auf die Klappe drauf. Wir haben ja hier die Klappe abgerundet. Deswegen runden wir das Designerpapier auch ab. Dazu nehmen wir den Eckenabrunder von Stampin' Up, den Project Life Eckenabrunder. Das Papier ganz einfach in die Ecke einlegen und zwei Seiten damit stanzen. Das sind soweit die Vorbereitungen. Wir haben auch schon gestempelt und gestanzt. Zwei Blätter haben wir gestempelt und ausgeschnitten. Den Spruch haben wir gestempelt und ausgestanzt. Und die neuen tollen Swirly Curls. Für unsere Box haben wir die mittlere Größe genommen. Zum Vergleich für euch hier noch einmal die anderen beiden Größen, die im Paket mit drin sind. Da die ja so neu sind, zeigen wir euch die jetzt einmal kurz. Das ist die mittlere Größe und dann haben wir halt noch eine etwas kleinere und eine etwas größere. Und die mittlere hat so einen Durchmesser von ungefähr 5 cm, die kleine bei 3 und die große so bei 6,5. Die große ist uns zu groß, die kleine zu klein, also die beiden kommen in unsere Restekiste, also das an die Seite. Und dann brauchen wir das Schneidebrett für die eigentliche Schachtel. Wir haben ein Stück flüsterweißen, extra starken Karton genommen. Ihr müsst einmal an der kurzen Seite falzen und natürlich auch an der langen.
Und wir empfehlen, an der langen zuerst zu falzen. Und zwar falzt ihr an der langen Seite bei 5 cm, bei 12 cm. Das findet ihr aber auch alles nochmal auf unserem Blog. Einmal ausfahren. Jetzt mal das aus dem Bild raus. Bei 19 cm und bei 26,3 cm. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht mehr sehen. Doch, geht gerade noch. So, dann können wir die Schiene wieder einklappen. Jetzt falzen wir die kurze Seite zweimal, das heißt das Papier anlegen. Dann bei 7 cm einmal runterfalzen. Wir schieben das jetzt mal eben wieder nach oben, weil wir jetzt gleich schneiden. Uns sind diese Stücke zu groß mit der Schere, deswegen schneiden wir gleich mit der Falzklinge hinterher. Das heißt einmal bis zur ersten entstandenen Falzlinie. Wir zeigen euch das hier mal eben ein bisschen mit Bleistift, dann kann Kugelschreiber, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Das war die erste. Dann das zweite Stück bleibt dran, also hier weg. Und dann legen wir bei der zweiten Falzlinie wieder an. Auch hier machen wir mal eben zack. Und von dort könnt ihr dann ganz bis nach oben einmal durchschneiden. Jetzt wartet, uns passiert es nämlich oft. Jetzt dreht ihr das Ganze wieder um. Und wahrscheinlich würdet ihr jetzt sagen, ach, an der Kugelschreiberlinie, an der Bleistiftlinie, wie auch immer, schneide ich jetzt einfach mal das ganze Stück ab. Nein, diese Falzlinie legt ihr ungefähr bei 1 cm an und dann schneidet ihr, sodass ihr auch noch eine Klebelinie habt. Seht ihr? Hier haben wir jetzt ein Stück überstehen gelassen. Das können wir dann nachher umfalzen. Falsch rum gehalten, Entschuldigung. Also ein Stück ungefähr 1 cm bleibt stehen zum Kleben. Und das Ganze natürlich auch hier, das heißt diese Kugelschreiberlinie, die ihr natürlich in Gedanken nur habt, anlegen bei 1 cm und dann von der Mittelfalz einmal hoch, sodass ihr hier dann diese beiden Klebelaschen habt. Das Ganze wiederholen wir auf der anderen Seite. Also bei 14 cm anlegen, dann einmal komplett durchfalzen und dann wieder, hier unten schwer zu sehen, bis zur ersten Falz, Schneidemesser hochnehmen und ganz hoch und dann auch wieder, wie auf der Seite, jeweils 1 cm stehen lassen und nicht das komplette abschneiden. Also wieder hier oben ungefähr bei 1 cm, wenn ihr 1,2 oder so habt, das ist nicht schlimm. Und auf dem zweiten Stück auch. So, das legen wir mal kurz ein bisschen weg. Wenn ihr jetzt die Box zusammenbauen würdet, wäre sie natürlich an der Seite noch nicht schräg. Deswegen müssen wir jetzt hier noch die Schräge einschneiden. Und zwar, ich glaube, das zoome ich mal ein bisschen runter. Moment. Ah, mal sehen, ob das funktioniert. Setzt ihr euch eine Markierung hier an dieser Falzlinie bei 2 cm. Am einfachsten geht das, wenn ihr das hier rüberlegt. Diese Kästchen sind ja jeweils 1 cm Abstand. Das heißt, ihr könnt jetzt hier bei 2 cm einen kleinen Punkt setzen. Wir lernen das mit der Technik noch in irgendeinem Leben. Oder auch nicht. Wir machen ihn etwas größer. So. Da, 2 cm vom Rand zur Mitte. Und von diesem Punkt, den legt ihr hier auf die Mitte, müsste die Spitze auch hier sein. Das könnt ihr auch gleich machen, dass ihr die Spitze dort bei 2 anlegt. Das müsst ihr für euch entscheiden. Beim ersten Mal würde ich wahrscheinlich so arbeiten und dann einfach von oben nach unten wegschneiden. Bei mir sieht man jetzt den Punkt, aber das ist in diesem Falle nicht ganz so wichtig. Auf der anderen Seite genauso. Da drehen wir das Ganze einmal um, legen das hier oben an bei 2, setzen da die Markierung und schneiden dann dort schräg einmal weg.
Soll ja auch gerade werden. Dann haben wir hier jetzt die beiden schrägen Seiten. Das Schneidebrett legen wir mal eben aus dem Weg. Die ganzen Falzlinien müssen natürlich einmal umgefalzt werden. Das kennt ihr ja auch schon. Das macht man ja grundsätzlich so. Einmal überall zack rübergehen. Jetzt gibt es hier ein Gewitter. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu doll. Alle einmal umknicken. Wir hatten euch ja anfangs gesagt, wir haben hier abgerundet. Deswegen haben wir ja auch das eine Stück Designerpapier abgerundet. Na, das würde jetzt nicht ganz so toll aussehen. Das heißt, diese beiden Ecken werden auch noch abgerundet. Wieder mit dem Project Life Eckenabrunder. Wenn ihr habt, könnt ihr natürlich auch das Stanz- und Falzbrett für Briefumschläge nehmen. Da ist auf der Rückseite ja auch ein Eckenabrunder bei. Oh, zwei vergessen. Die müssen natürlich auch gefalzt werden. Und jetzt könnt ihr das entweder schon gleich zusammenkleben. So. Oder ihr klebt erst die Designerpapierstücke drauf. Das machen wir jetzt erstmal. Und zwar kleben wir die große einmal als erstes auf, weil da gibt es ja, das ist ja einfach nur ein bisschen Tombow-Flüssigkleber hinten drauf. Aufkleben. Dann kleben wir jetzt auch gleich die Deko mit drauf. Nehmt gerne, wenn ihr möchtet, den Präzisionskleber für diese goldene Swirl, für die goldenen Swirls. Wir nehmen ja eigentlich am allerliebsten Tombow. Das geht für uns schon so schnell. Einfach draufkleben. Die beiden Blätter. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen Chaos gemacht. Die beiden Blätter vielleicht noch einmal kurz übers Faltbein ziehen, damit sie so ein bisschen hochstehen. Die dann auf den Swirl, auf den Deckel kleben. Und das zweite Blatt auch. Gold ist ja nun bei dieser Serie überall mit bei. Das heißt, ein bisschen Goldfaden muss noch dazu. Die uns schon öfter zugeguckt haben, wissen, was jetzt kommt. Wir wickeln das immer ein bisschen so schräg über die Finger. Aber wir haben auch vielleicht ein paar neue Leser. Nein, natürlich keine Leser. Zuschauer. Deswegen zeigen wir das noch einmal. Dieses Goldfadengebimsel auf einen Glue-Dot kleben. Den Glue-Dot mit dem Goldfaden auf die Box kleben. Fehlt noch der Spruch. Da kleben wir, großzügig wie wir sind, jetzt mal vier Abstandshalter drauf. Die Schutzfolie abziehen. Haben wir eben schon wieder aus dem Bild. Spruch draufkleben. Dann ist das, der Deckel, also das Oberteil, schon einmal fertig. Dann kleben wir die beiden Seitenstücke auf. Jetzt habe ich die so weit weggeschubbert. Also auf die Rückseite ein kleines bisschen Tombow-Kleber. Gucken. Es tut mir sehr leid, dass jetzt hier Gewitter ist, aber ich kann es leider nicht abstellen. Und da ich technisch nicht so versiert bin wie manch jemand anders, kann ich das Video jetzt auch nicht unterbrechen. Geht wahrscheinlich, aber ich wüsste nicht, wie ich die dann auf dem Rechner zu Hause beide hinbekomme. Deswegen müsst ihr mit dem Gewitter vorlieb nehmen. Jetzt haben wir noch die beiden kleinen Stücke. Das eine, ihr hört, es ist ein Magnet dabei. Klick, klick. Das gerade kleben wir hier unten hin. Wenn wir es jetzt hier hinkleben, würden wir den Magneten hinterher auf das Designerpapier kleben. Das finden wir nicht ganz so hübsch. Hier ist es ein bisschen versteckt. Das heißt, wir kleben hier jetzt den Magneten gegen. So, dann kleben wir die Box zusammen, weil wir müssen ja das Gegenstück hier haben. Und damit wir dann auch genau wissen, wo, kleben wir erst die Box zusammen. Sonst, na, passt das nachher unter Umständen nicht, deswegen die Box jetzt erst zusammenkleben. Das heißt, auf beide Klebelaschen ein bisschen Kleber geben.
die Box zusammendrücken. Kann man noch einmal von drinnen gegendrücken. Auf der anderen Seite genauso gegendrücken. Die zweite Seite auch an beiden Seiten mit Tombow versehen. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Aber unsere fleißigen Zuschauer wissen ja, Tombow und der Stempelkeller sind quasi verheiratet. Wer mag, kann natürlich auch auf die Rückseite der Box noch Papier kleben. Aber so kriegen wir aus dem Bogen Designerpapier 4 Streifen raus. Dann ist der Bogen mit 28 cm fertig und mehr passt einfach nicht. So, dann ziehen wir die Schutzfolie vom Magneten ab. Kleben den Deckel drauf und schwupp haben wir die beiden Magneten an gegenüberliegenden Seiten. Tombow Flüssigkleber über den Magneten auf der Box aufkleben. Verpackung schließen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Hier guckt der Magnet ein bisschen über. Ihr seht ja, wir haben hier noch eine kleine Blume übergeklebt. Das ist für uns muss Basteln einfach und entspannt sein. Man könnte das natürlich genau ausmessen, aber manchmal ist es einfach so, dass man das gerne basteln möchte. Und dann klebt man einfach nochmal so eine Blume drüber. Und die Blume haben wir auch anfangs schon mal ausgestanzt. Wenn wir nur wüssten, wo sie geblieben ist. Wir gehen mal eben auf Tauchstation. Na, da lag sie auf dem Fußboden. Hier haben wir sie auch mit Tombow-Kleber festgeklebt. Seht ihr, hier ist sie auch etwas über den Deckelrand. Das heißt, bitte nicht die ganze Blume mit Tombow-Kleber versehen, sondern nur ungefähr 3/4 der Höhe. Dann hier aufkleben. Bisschen Müll vom Tisch. Und schon habt ihr 2 schräge Boxen aus dem Stempelkeller. Einmal gestempelt in Schwarz und einmal in Gold. So. Das nochmal schwarz. Welche euch jetzt besser gefällt und welche ihr nachbasteln möchtet, ganz euer Ding. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin. Tschüss!